Verehrtes Publikum von Easy German, wir sind heute in Essen. Ihr kennt Pia. Hallo. Und Lisa. Hallo. Die ihr schon aus vielen Episoden von Easy German kennt. Und wir gucken uns heute die wunderschöne Stadt Essen an und den sogenannten Ruhrpott. Was das ist eine Region in Deutschland, wie das aussieht, wie die Leute hier sprechen, das erfahren wir jetzt. Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt Lukas getroffen. Lukas kommt aus Essen. Moin. Hi. Ja, Lukas, du hast dir heute eine Tour für uns überlegt, um uns mal ein bisschen die schönen Seiten vom Ruhrpott zu zeigen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir starten erstmal an der A40. Das ist mitten in der Stadt eine Autobahn, die einmal komplett durchgeht und eigentlich so das Herz des ganzen Ruhrgebiets bildet. Ja, wir sind jetzt hier an der Autobahn. Ich finde, das ist schon ein atemberaubendes Panorama, Lukas. Das ist absolut richtig so. Also ich komme hier auch so richtig zur Ruhe. Hier vorne haben wir ein paar Parkbänke, wo du dann den Sommer verbringen kannst und dir dann die Autobahn wissen. Wollen wir mal ein paar LKWs winken? Das können wir mal versuchen. Lisa, Pia, wollt ihr LKWs winken? Das ist so gut. Oh, der freut sich. Was würden Sie denn sagen, was ist typisch Ruhrpott? Am allertypischsten für einen Ruhrpott ist meines Erachtens nach die offene, ehrliche Kodderschnauze. Die offene Art, die Hilfsbereitschaft, ja, und dass man ehrlich ist auf jeden Fall. Was heißt das? Kodderschnauze. Kodderschnauze heißt im Endeffekt, sehr offen und ehrlich zu seinen Mitbürgern zu sein. Immer kein Blatt vor den Mund zu nehmen, sondern offen und ehrlich einfach seine Meinung zu sagen. Ist das manchmal nicht unangenehm, wenn man jemandem was sagt? Natürlich. Kaffee? Das heißt, auf der Arbeit sagen alle Leute direkt, das hast du scheiße gemacht. Das kann passieren. Wir würden gerne wissen, was ist typisch Ruhrpott? Bellgraubensuppe. Wie sind die Leute hier drauf? Super. Was ist so typisch für ein Pott? Typisch für ein Pott? Pommes Currywurst. Ja, Lukas, wo bringst du uns jetzt hin? Willst du ein Bier trinken? Ja. Dann gehen wir zum Biertrinkplatz. Nummer 1. Ja, wir sind jetzt angekommen am schönsten Biertrinkplatz im Ruhrpott, würde ich sagen. Hast du vorgesorgt? Ja, würde ich sagen, trinken wir mal ein Dampfbier, oder? Ja, hast du ein Feuerzeug? Ja, habe ich. Ja, klasse. Super. Ja, dann machen wir das nochmal auf. So wie sie das gehört. Ja, guck mal, der gibt das da ja pfundweise raus. Gut, so, jetzt haben wir das nächste Highlight hier. Wir werden jetzt mal einen Ausflug zu einer. So ein Etablissement machen, was im Ruhrgebiet sehr angesagt ist. Ja. Man nennt es Bude oder aber auch Trinkhalle. Oh. Und da vorne ist ein sehr schönes Exemplar davon. Ja. So, ja, hier sind wir im Kiosk, in der Bude, in der Trinkhalle. Was machen wir jetzt? Du wir trinkst? Alle? Ach so. Ja, willst du ein neues? Guckst du heute Abend Fußball? Was ist denn heute Abend? Topspiel. Welches? Paderborn gegen Bayern. Echt? Mhm. Hier steht's. Bayern zittert vor. Ist Paderborn in der ersten Liga? Tabellenführer gerade. Hä? Ich wurde verpasst. Wollen wir mal in die Brunnenschenke gehen? Das können wir machen. Ja, gut. Ist sogar ein bekannter Laden, glaube ich. Wofür ist der bekannt? Bier. Jetzt kommt Fernsehen. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Servus. Du kommst aus dem Pott? Ja, klar. Aus Essen? Ja, hier. Gegenüber. Geh lieber? Ja, klar. Was heißt das? Ja, Straße gegenüber. Ach so. Gegenüber. Ich verstand, geh lieber. Nein, 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 nicht gegenüber. Das ist ja Heimatbier, ne? Ist das das beste Bier in Essen? Das Beste wie in Deutschland. Guck mal, da treffen sich hier Ruris, die Kölner und Düsseldorfer. Da sagte einer, ich hätte gerne Kölsch. Da sagte einer, ich hätte gerne Alt. Da sagt er vom Ruhrgebiet, da trinke ich auch Wasser, wenn ihr nichts trinkt. Den kenne ich aber auch mit anderen Städten. Ja, da gibt es nur Prost. Leckeres Stauder. Jo. So. Da musst du mit den Chefs hier aushandeln. Nur das Bunte bringt die Punkte, ne? So, musst du mal herkommen, ne? So, was passiert immer in dem Spiel? Wenn du den Nagel versenkst, dann... Wenn du als Letzter versenkst, hast du eine Runde verloren. Ne? Dann muss er einen ausgeben. Ja klar, sonst ist nur tot. Ne? Und der kostet auch das Leben. Ne? Jetzt ist der sportliche Ehrgeiz da. Lefty, hast du einen größeren Hammer für die Frau? Die braucht einen großen. Ja. So ist das hier. Ja, das ist der Pott. Siehst du? Das Schöne ist nämlich auch, das dauert ja auch, ne? Ja. Kriegst du einen Abend mit rum.
Sie war zuerst drin, guck mal da. Deine hast du gewonnen. Raus. Ja, aber ja, ich habe ja auch gecheatet. Ich habe auch den Mädchenhammer hier. So, Lukas, wir sind fast da. Laut unserem Navi. Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt zum Baldeneysee. Der Baldeneysee ist ja, schon einer der schönsten Plätze in Essen. Also bin da eigentlich mal ganz gerne. Und was ist besonders schön am Ruhrpott? Ich habe den Wandel erlebt. Ich wehre mich persönlich immer gegen den Ausdruck Ruhrpott. Das hat irgendwie so einen negativen Touch. Ich kenne diesen negativen Touch. Als junger Mensch habe ich den erlebt, dass eben die Wäsche meiner Eltern nicht draußen aufgehängt werden konnte, weil es eben draußen sehr verstaubt war. Aber wenn Sie sich jetzt hier umsehen, im Ruhrgebiet, nicht im Ruhrpott, im Ruhrgebiet, das sieht schon sehr, sehr anders aus. Ja, liebe Zuschauer, wir können es kaum glauben, wir sind immer noch im Ruhrpott und immer noch in Essen und jetzt sind wir an einem ganz bekannten Ort. Die Zeche Zollverein. Was ist das? Eine Zeche. Was ist denn eine Zeche? Eine Zeche, da wurde früher die ganze Kohle rausgeholt und wir haben hier, da siehst du so ein Übertageding, da wurde die ganze Kohle hochgezogen, dann wird die gewaschen und dann wurde die dann später wieder verkauft. Das war eigentlich im ganzen Ruhrgebiet, war das so die Haupteinnahmequelle. Ich kenne nur Zecheprellen. Zecheprellen, oh, du hast schon Pottdeutsch gelernt? Ja. Siehst du mal. Und einen Zechen kenne ich auch. Ja, das kann ich auch. Ja, das habe ich schon gesehen heute. Ja, liebe Zuschauer von Easy German, wir sind jetzt hier auf dem letzten Highlight unserer Ruhrpott-Tour in Essen. Und zwar sind wir jetzt hier in Essen-Rüttenscheid. Und Lukas, wo sind wir hier gerade? Wir sind in der Amphütte. Das ist eine der ältesten Kneipen hier in der ganzen Ecke. Ja. Und ja, die hat ziemlich rund um die Uhr auf. Und jetzt werden wir uns schön nochmal ein Bierchen trinken und eine Currywurst Pommes Mayo essen. Ja, wir sind heute in Essen unterwegs gewesen und suchen nach ganz typischen Sachen im Ruhrgebiet. Wir sind so ein Schmelztiegel. Die Sprache ist ja auch entsprechend. Wir sprechen ja kein Dialekt, sondern Slang. Mhm. Ne? Und hier kommen mit Hör mal wat. Hör mal, Kummer, wart mal, Mama, kommst du durch die ganze Gegend hier durch. Kannst du mal was auf Pottdeutsch sagen? Was ganz Typisches? Ja, wat denn? Ja, wat denn? Was soll das denn? Ja, wir haben jetzt unser Abendessen bekommen. Das ist ein typisches Abendessen hier im Pott. Pilz, Mexikaner, Currywurst, Pommes Mayo. Pia, wie gefällt es dir bisher? Sehr gut. Ja, dann möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei euch. Noch ein schöner Tag. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was gesehen habt vom Ruhrgebiet. Ich denke, es waren schöne Ecken, aber das Ruhrgebiet hat noch viel, viel mehr zu bieten. Also kommt gerne alle rüber und guckt euch das mal an. Auf Easy German.